Moin moin, was geht? Willkommen zu einer neuen Map bei Fortnite. Wir starten wie immer oben links auf der Lupe, geben den Inselcode ein, der lautet 6363 1031 8084. Wir starten den ganzen Spaß wieder als privates Match, ihr kennt's. Gucken kurz mal in den Shop. Okay. So, wenn wir hier sind, einmal hier rechts geradeaus rüber und dann auf der rechten Seite, wo es von blau ins rote übergeht, da einmal hochgehen, direkt wieder hier rechts halten und dann hier in der Ecke einen Emote machen. So, dann sind wir hier. An der Zeit könnt ihr einmal vorbeigehen. Wir müssen hier zu der gelben Anzeigetafel einmal auswählen. Dann spielen. Dann dauert es jetzt einen Moment. Wir überspringen mal die Wartezeit. Dauert wirklich eine Sekunde länger. Und dann geradeaus hinten rechts an dieser kleinen Telefonzelle. Müssen wir davor oder rechts daneben einen Emote machen? Ah, rechts daneben. Ja. Okay, perfekt. Wenn wir dann hier sind, dann warten wir wieder die übliche Zeit ab. Skippen wir auch wieder. Sehen uns gleich wieder. So, wenn die Zeit abgelaufen ist, geben wir den Code ein. Der ist easy. Das ist 3x die 4. So, einmal bestätigen. Dann die AFK-XP starten. Nehmen wir uns hier noch einen Grappler mit, wenn ihr noch keinen habt, und dann auch auf die Map. So, wenn wir hier sind, einmal geradeaus. Oh, perfekt. Hier ins Haus rein, rechts neben der Treppe ist so eine kleine Ritterstatue. Da befindet sich der Punkt dran. Ich habe jetzt etwas schnell gedrückt. Naja. So. Aber wenn wir das haben, einmal übers Haus rüber. Hinter dem Haus befindet sich hier so eine Werkbank. Scheiße. Ach, ist gar keine Werkbank, ist eine normale Bank. Naja. Aber da ist der nächste Punkt. So, dann hinter uns, einmal hier ins Haus rein und auf der linken Seite am Bild ist der nächste Punkt. Ihr könnt zwischen dem Einsammeln der Punkte auch immer ein bisschen Zeit vergehen lassen, damit die EP Zeit haben, vernünftig reinzukommen. Hab mal gehört, soll besser sein, keine Ahnung, ob es wirklich stimmt. So, dann gehen wir jetzt hier rein, hier einmal durch und dann auf den Balkon. Ist schon der nächste Punkt. Und wir haben auch schon über 100.000, also ist okay. Können wir mal ein bisschen warten. So, wenn wir den haben, dann geht's auf zum nächsten Punkt. Der sollte jetzt hinter uns in dem Haus sein. Ja, einmal rein, die Treppe hoch. Da müsste die Treppe hoch sein, ja. Und dann auf der rechten Seite zum Schlafzimmer. Hier nicht, dann am Schrank. Genau, hier am Schrank. Da gerade eine Spülung. Bei einem Plumpsklo. Perfekt. Wir sammeln den Punkt ein. Und dann müssen wir jetzt hier vorne bei der Hausecke anfangen. Da können wir die AFK-XP noch mal ein bisschen stacken, indem wir einfach ein paar Mal darauf drücken. Und dann
Nächster Punkt beim Fenster. Einfach wieder die ganze Zeit E-Spam. Das Ganze nochmal. Und hier an der Ecke befindet sich dann der Punkt, womit wir auf den Bounce Room kommen. Und dann können wir hier wieder einfach bouncen, je nachdem, ob ihr Bock drauf habt oder nicht. Ihr könnt natürlich auch noch eine andere Map machen oder die Map nochmal von vorne, je nachdem, ob euer Limit erreicht ist. Naja. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein paar Level machen. Viel Spaß mit der Map und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Haut rein, Leute.